Mr. Mike. Mr. Mike. Jo, ich bin Mr. Mike. Heute teste ich mal den Ball, der ja von Wish gekommen ist. Ich habe den ja nicht selber gekauft und viele haben gefragt im letzten Video, Mike, wie kann das sein, dass die Bälle von Wish sind, aber die Schachtel von Amazon? Ist ganz klar, weil derjenige hat mir die Bälle ja zur Verfügung gegeben zum Testen. Derjenige hat sie bei Wish bestellt und dann hat er die Bälle an mich weitergeschickt in einen anderen Karton. Und wenn du das Video jetzt hier im Winter siehst, wundert dich nicht, warum ich hier im kurzen Unterhemd bin und kein Schnee liegt. Verstehst du? Ein bisschen logisch weiterverfolgen, Gedanken selber kreieren, machen, was weiß ich. Also, ich teste den Ball. Finde ich jetzt von den zwei den besten. Ich finde den cool, der hat einen schönen Grip. Ist das ein bisschen hart? Ja, das mag ich jetzt nicht so. Ciao. Hab mir gedacht, das ist für mich persönlich zu viel Bounce. Viel zu viel Bounce. Das verträgt sich nicht im Gummiplatz. Ah, der ist zu viel. Raus aus der Todeszone. Na, liegt am Ball. Na, liegt am Ball. Na. Okay. Wo? Also wenn das nicht am Ball liegt, dann weiß ich es ja wirklich auch nicht. So sieht's aus. Aber hier, what the fuck? Kein guter Ball. Okay. An jeder Seite. Oh shit, oh. Ja, kann ich leider nicht empfehlen, auch jetzt hier für den Gummiplatz, ich weiß nicht, Asphalt wahrscheinlich noch mehr, ist es zu viel. Jetzt könnte einer natürlich sagen, Mike, tu doch ein bisschen Luft raus, dann ist er nicht so am Bouncen, aber klar, aber na, das ist, ich habe mir besser vorgestellt, vom Feeling her eigentlich nicht so schlecht, aber beim Dribbeln dann so, mich macht dann nicht glücklich. Und ich merke es auch gleich, wenn der Ball und ich nicht so kompatibel sind, wenn wir uns nicht so gut verstehen, dann trifft man auch nicht so viel, das ist auch so ein Ding. Vielleicht erwartest du auch gleich vom ersten Kennenlernen. Das schon, erwartest du vielleicht auch zu viel. Es gibt so viele Bälle auf dem Markt, da sage ich, hey, das muss sofort funken zwischen dir und dem Ball. Das ist sehr wichtig. Wenn du jetzt einen Ball kaufst, wartest ein Jahr, dass der Sommer vorbei ist. So viel Zeit haben wir in Deutschland nicht. Amen. Du brauchst einen Ball, mit dem du sofort loslegen kannst. Probieren kannst, ja. Loslegen kannst, wo du dich wohlfühlst, verstehst du? Und deshalb verlinke ich auch immer die Bälle TF1000 und Grip Control unten in der Videobeschreibung. Gönnt euch die. Den gibt es sowieso nicht auf Amazon, aber weißt du, was ich meine? Deshalb sind die Bälle so toll, weil sofort, man versteht sich. Da kommt ein bisschen Liebe, verstehst du? Gleich, oh, Sympathie. Also dieser Black und Yellow ist nicht so da. Na, Kuanda. Kuanda. Ja. Ja, letzte Chance. Letzte Chance von Kuanda. Nein, tut mir leid. Tut mir echt leid. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.